Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, in der wunderschönen Stadt Trutzbucht von Pillars of Eternity. Jo, wir sind gerade im Farnheim-Viertel, also in diesem Viertel hier. Den Kupferweg haben wir größtenteils abgeschlossen, bis auf die Kanalisation, die Katakomben. Also das ist sowohl Kanalisation als auch Katakomben, weil wir da unten auch Gräber gefunden haben und so Zeug. Den Erbhügel können wir nicht betreten, der ist abgeschirmt und so schnell wollen wir da wohl auch nicht rein. Ordentras Geschenk haben wir noch ganz vor uns und Urfeuer sind wir nur mal kurz durchgelaufen. Dort sind nämlich die wichtigen großen Gebäude. Aber wir gucken uns erst beim Farnheim dem Adligenviertel ist das, glaube ich, um. Und Ordentras Geschenk ist der Hafen, also das Mieseviertel. Mehr oder weniger. Aber bevor wir das machen, habe ich ja mal gesagt, wir machen jetzt mal ein bisschen Gruppenkonversation mit den Gruppenmitgliedern, die wir so haben. Das sind ja 5 Stück, dass wir das auch mal hinter uns bringen. Und ich habe mir so gedacht, wir machen jetzt in dieser Aufnahmesession am Anfang 3 Stück und bei der nächsten Aufnahmesession die anderen beiden. Und zwar in der Reihenfolge, in der sie in der Gruppe dazugekommen sind. Also zuerst Alof, dann Edda, dann Duwens. Und beim nächsten Mal dann Kanna und dann Sagani. Okay, deswegen zuerst mit Alof Konversation führen. Ah, das hatten wir schon. Das ist alles. Okay. Yes. Mit Alof können wir keine Konversation mehr führen, also nehmen wir Edda. Ist gut, können wir Alof überspringen. Und irgendwie, jetzt geht mein Mauszeiger wieder richtig. Trutzbucht ist, naja, nicht genau das, was ich gehofft hatte. Über Goldtag kann man sagen, was man will, aber wenigstens waren sie sich alle einig, dass sie mich hängen wollten. Ja, sehr optimistisch. Ich mache mir über Eotas Gedanken. Da sind wir schon zu zweit. Was gibt es über Eotas zu wissen? You're looking to find religion. Maybe you want to start with a god that hasn't been burned to dust, but I won't stop you. Wenn du dich der Religion zuwenden möchtest, dann solltest du vielleicht mit einem Gott beginnen, der nicht zu Staub verbrannt wurde. Naja, der meint jetzt Weitwin, wenn Weitwin wirklich Eotas war. Aber aufhalten werde ich dich bestimmt nicht. Aethys, he was a young man with a silver crown. Carried a candle around with him. Sounds like I'm giving a bad eulogy here. Eotas war ein junger Mann mit einer Silberkrone, der immer eine Kerze bei sich trug. Er grunzt amüsiert. Klingt so, als gebe ich hier eine schlechte Laudatio ab. Also einen schlechten Gotterklärer. Er war nun, er stellte wohl für die verschiedenen Leute Verschiedenes dar. Wiedergeburt, Erlösung, Licht. Draußen auf dem Lande heißt er Gaun, der Bauer, der Leuten und Jahreszeiten beim Übergang hilft. Gaun wacht über die Schwachen. Er sorgt dafür, dass Missverhältnisse ausgeglichen werden. Man kann recht leicht verstehen, warum die bettelarmen Radau-Brüder hier so jemanden gerne Gefolgschaft leisten. Eine Zeit lang war er hier wirklich beliebt. Wir haben doch Gaun-Artefakte dabei, oder nicht? Heutzutage findet man nicht mehr allzu viele, die Eotas in aller Öffentlichkeit huldigen. Wer das noch im Privaten tut und wer aufgegeben hat, das lässt sich kaum ermitteln. Manchmal fühlt es sich so an, als ob ich der Einzige wäre. Er lächelte süffisant. Sollte das der Fall sein, hat er all das Klagen verdient. Ja, okay. Verehrst du Eotas immer noch? Hat er zwar gerade gesagt, aber fragen wir ihn. In my way. I don't suppose he expects me to show up at his temple these days. Not much left to do for him other than keep his memory alive and keep hoping that he's just been playing a joke on all of us these past 15 years. Auf meine Art. Ich glaube nicht, dass er erwartet, mich in diesen Tagen in einem Tempel zu sehen. Zumal der Tempel abgerissen wurde. Wahrscheinlich alle Tempel von Eotas hier in der Region. Mehr als seine Erinnerung am Leben zu erhalten und weiter darauf zu hoffen, dass er uns die letzten 15 Jahre nur einen Streich gespielt hat, bleibt für ihn nicht mehr zu tun übrig. Okay, soweit ich weiß, hat er seit der Detonation des Götterhammers zu niemandem etwas gesagt. Warum ihm also noch huldigen? Er zieht eine Grimasse.
Nun sollte sich herausstellen, dass er nicht tot ist und ich ihn aufgegeben habe, dann hätte ich meinen Gott zweimal betrogen. Selbst der Gott der Erlösung muss auch Standards haben. Wahrscheinlich würde ich als Pferd eines Fetten am Mama wiedergeboren. Geil. Aber das ist es nicht. Nicht alles jedenfalls. Er blickt dich von der Seite her an. Es liegt wohl eher daran, dass ich immer noch an die Dinge glaube, an die er geglaubt hat. Ich hoffe nur, dass sein Tod nicht auch der Tod dieser Dinge bedeutet. Manchmal sieht es so aus. Warum hast du dich überhaupt dafür entschieden, ein Anhänger von Eotas zu werden? Ich tippe auf seine Eltern. My family's been Aethasian going way back. Suppose it wasn't much of a choice at first. Don't know for sure why my family started worshiping him. Probably because of Gon looking after folks like us. Ich bin so aufgewachsen. Meine Familie sind schon lange Eotasianer. Ich glaube, eine andere Wahl hatte ich gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, warum meine Familie begann, ihm zu huldigen. Wahrscheinlich, weil Gon auf Leute wie uns aufpasste. Er blickt dir verschwörerisch in die Augen. Es könnte aber auch sein, dass mein Vorfahr etwas so Schlimmes getan hat, dass nur Eotas ihm vergeben könnte. Das würde zumindest erklären, woher ich einige meiner weniger erfreulichen Wesenszüge habe. Du hast ihn nur verehrt, weil du so aufgewachsen bist? There was something I genuinely liked about Aethys. Always. Like he understood people better than the other gods. Knew all our flaws and weaknesses and accepted us for that. Folks are at their worst when they're afraid. A god like Aethys, he made you realize there was nothing to fear. Made you a better person. Er schüttelte den Kopf. Es gab etwas, das mir an Eotas wirklich gefiel. Immer. Als ob er die Leute besser als die anderen Götter verstehen würde. Er kannte all unsere Schwächen und Fehler und akzeptierte uns trotzdem. Wenn die Leute Angst haben, sind sie am schlimmsten. Ein Gott wie Eotas aber machte einem klar, dass es nichts zu fürchten gab. Er machte einem zu einer besseren Person. Natürlich, er geht ein paar Jahre weg und schaut sich an, wie sich die Dinge entwickeln. Was lässt dich glauben, dass Whitewind nicht von Eotas, nicht für Eotas sprach? Was his actions. Not when he started his rebellion. Not even when he took over Rhaid Seris. It was when he sent his armies into Deerwood. Okay, jetzt kann ich das hier auch richtig aussprechen. Seine Taten, nicht als er die Rebellion begann und nicht mal als er nach Rhaid Seris, als er Rhaid Seris übernahm. Also nicht Rhaid Karras, wie ich es ihm ausgesprochen habe, sondern Rhaid Seris wird es ausgesprochen. Das typische Eindeutschen. Sondern als er seine Armeen in den Dürrwald hineinschickte. Bis zu diesem Zeitpunkt brach er für seine Leute eine Lanze. Das ist eben, was Eotas tut, zumindest der Teil von ihm, der Gaun ist. Diese Bauern waren am Verhungern, ihre Regierung aber rührte keinen Finger. Ich dachte mir, wenn es nicht Eotas selbst war, dann hatte er zumindest die richtige Idee. Aber dann schickte er Armeen über die Grenze und letztendlich ging er selbst hinüber. Man sagte, er würde Jagd auf Flüchtlinge machen, die der Rebellion im Kommen waren, dass er sie bestrafen wollte und uns dafür, dass wir ihnen gestattet hatten, hier zu leben. Ja, sowas macht kein Gott normalerweise. Das schien mir einfach nicht richtig zu sein, denn das sind die Taten eines rachsüchtigen Gottes. Scan oder Voditscha vielleicht. Ja, ich habe ja schon so eine Vermutung, aber die will ich hier jetzt nicht preisgeben, was die Story hier angeht, wie das weitergehen soll, weil er gerade Voditscha erwähnt. Die Göttin, die wir übrigens gerade suchen. Oder einfach nur ein Mann, der seinen Verstand verloren hat. Es fällt mir immer noch schwer, das zu glauben. Leider aber ist niemand mehr übrig, den ich fragen könnte, ob es stimmt. Erzähl mir über die Säuberung. Bist du sicher, du willst nicht über etwas mehr angenehmes sprechen? Wie die War of Black Trees oder die Legacy oder etwas? Eda schaut dich an, als ob er direkt in die Sonne schauen würde. Willst du wirklich nicht über ein angenehmeres Thema sprechen? Den Krieg der schwarzen Bäume? Das Vermächtnis oder so etwas? Also wenn die Themen angenehmer sein sollen, dann muss die Säuberung ja was Schlimmes sein. Wenn man sieht, wie nackt man ist, wenn man keinen Gott hat, der einen schützt, das öffnet einem ganz schön die Augen. Im Krieg des Heiligen war es schwer, ein Dürrwälder zu sein. Manche Leute sahen das vielleicht als Endzeit an. Sie schwangen große Reden darüber, wie wir einen Gott besiegen würden, aber ich glaube, von hier bis zur Weißmark gab es keinen einzigen Mann, der nicht damit rechnete, zu sterben.
Wenn man denkt, dass man durch jemand anderen zu Tode kommt, dann ist das nicht gut für den Verstand. Denn damit ist auffallende Wut verbunden, Empörung. Und jetzt stellt ihr ein ganzes Land vor, was so drauf ist. Also ein ganzes Land in Form eines wütenden Mobs. Nein. Könnte gut sein, dass es in Kalkborg angefangen hat, einem Grenzdorf. Sie ließen Weidfern einfach durchmarschieren, der Rest des Dürrwaldes verfluchte ihren Namen bis zum Ende des Krieges. Einige sagen, es wären die Eotasianer gewesen, die die Dörfler dazu überredet hatten, keinen Widerstand zu leisten. Andere sagen, dass es einfach nur Feigheit gewesen war. Diesbezüglich verhielt es sich wie mit dem Vermächtnis. Keiner kannte den tatsächlichen Grund, alle reimten sich einfach etwas zusammen. Was für die meisten Sinn ergab. Wie auch immer, dieses Dorf brannte schon, bevor die ersten Ascheflocken von Eotas den Boden berührten, und nachdem sie so hilflos gewesen waren, fühlten es sich für die Leute dort gut an, die Kontrolle zu haben. Also verbreiteten sich die Feuer und viele von uns Eotasianern erging es so wie unserem Gott. Von der Kirche Magrans wurden Behauptungen laut, dass die Säuberungen in Wirklichkeit von ihr befohlen worden waren. Das zu glauben fiel mir schwer. Für mich klang es nach Leuten, die taten, wonach ihnen der Sinn stand und hinterher allein ihre Göttin dafür verantwortlich machten. Andererseits bestätigte das die Meinung, die ich von Weidwin hatte. Tja, Götter führen immer zu Krieg. Das ist nun mal so. Ich will dich noch etwas anderes fragen. Was ist auf deinem Ich möchte mich etwas über dich fragen. Wenn du dir sicher bist, was hast du hiervor getan? Oh, other than the war, I never strayed too far from where you found me. Farming, mostly. I was never much for cities. Never learned a trade. Aber abgesehen vom Krieg bin ich nicht weit vom Ort weggekommen, wo du mich gefunden hast. Hauptsächlich habe ich die Felder bestellt, da ich nie ein Handwerk erlernt habe, war mir die Städte immer eine Krankenweite zu groß. In meinen jüngeren Tagen dachte ich, ich würde das Wort von Aethys predigen. Just in our temple there. My parents encouraged it. I made so much trouble for them growing up. They used to say it'd be best if I got in good with the God of Redemption. In jüngeren Jahren dachte ich, ich würde einmal das Wort Eotas predigen, nur in unserem Tempel dort. Da als Priester. Meine Eltern standen dahinter. Ich hatte ihnen als Heranwachsender so viele Schwierigkeiten bereitet, dass sie immer sagten, ich solle mich besser mit dem Gott der Erlösung gutstellen. Of course, us blowing him up probably didn't help my chances there. But if anybody'd forgive you for blowing him up, it'd be Aethys. Dass wir ihn in die Luft gejagt haben, hat meine diesbezüglichen Chancen wohl nicht gerade verbessert. In der Tat nicht. Aber wenn einem jemand vergeben würde, ihn in die Luft gesprengt zu haben, dann wäre es Eotas. Da war doch sicherlich nicht direkt dabei, als Eotas in die Luft geflogen ist. Oder doch? Hat die Bevölkerung von Goldtal wirklich versucht, dich umzubringen? They did. It was strange timing, because we just won the war. They celebrated when I came home. There was music and dancing. Trumbull used half his grain making this big honey cake. I still dream about that cake. Like having the best lover of your life, but only for one night. They were all sorry to hear about my brother. Sie, ja, das haben sie. Der Zeitpunkt war recht seltsam, da wir gerade den Krieg gewonnen hatten. Als ich nach Hause kam, feierten sie gerade, es gab Musik und Tanz. Trumbull hatte die Hälfte seines Getreides für diesen riesigen Honigkuchen verbraucht. Und diesem Kuchen träume ich immer noch ab und zu. Das war wie der beste Sex deines Lebens, aber nur für eine Nacht. Toller Vergleich. Und es tat ihnen allen leid, vom Schicksal meines Bruders zu erfahren. Took a while for word of the purges to reach us. Aethasians being murdered in the streets, cold morn and the like. No way would they let something like that happen in Gilded Vale. That's what they all said. Dauerte eine Weile, bis uns die Nachrichten von den Säuberungen erreichten. Eotasianer wurden auf offener Straße ermordet, in Kaltmorg und solchen Orten, meine ich. Hier in Goldtal hätte man nie zugelassen, dass so etwas passiert. Das jedenfalls sagten sie alle. But the weeks went by and the purges spread. Pretty soon they weren't so sure my brother fought for Deerwood. And they weren't so sure I did.
Aber die Wochen vergingen und die Säuberungen weiteten sich aus. Schon bald waren sie sich nicht mehr so sicher, ob mein Bruder für den Dürrwald gekämpft hatte. Und dann dachten sie das auch über mich. Caught me by surprise after all the celebrating. Should have seen it coming after the tailor said he was gonna fit me for some new clothes, but then all he wanted was my neck measurement. Nach all den Feierlichkeiten hatte ich das nicht erwartet. Er lacht. Ich hätte es eigentlich kommen sehen sollen, nachdem der Schneider, der mir neue Kleidung anfertigen sollte, nur meinen Altsumfang wissen wollte. Wohl für den Strick, nehme ich an. Sehr nett. Nah, not that last part. But you had to think about it. Says a lot about the place I've been calling home all these years. Edward zuckt mit den Schultern. Nein, nicht diesen letzten Teil. Aber du musstest darüber nachdenken. Du sagst einiges über den Ort, den ich seit so vielen Jahren mein Zuhause nenne.